Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei Doom 3. Wo wir gerade hier mitten in einer Sache sind. Mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie weiterkommen. Vielleicht finden wir noch ein PDA und so. Für den Einschlag. Ach so, hier war ja jemand. Stimmt, hier haben wir ja schon reingelugt. Ja, egal. Mal weitermachen. Hier, diese Waffe möchte ich mir auch gern nehmen. Ist bestimmt mächtiger als alles, was wir bisher haben, inklusive der BFG. Die müssen wir halt auch mal ausprobieren, ne? Oh. Elevator Access denied. Können wir da trotzdem rein? Ich glaube ja schon. Hehe, interessant. Ran an den Speck, ja, ja. Gucken, ob wir die Mäuse anlocken können. Wäre das eine gute Idee, das Ding hier vielleicht rauszuschießen? Eventuell. Das wäre gleich eingeschlossen andererseits, ne? Wir probieren es mal aus. Gucken. Der Aufzug hat bestimmt irgendwie einen Sicherheitsmechanismus, dass man hier nicht eingeschlossen wird oder so. Ja, easy. Gucken, ob wir gleich wieder reinkommen. Das wäre eher so eine Sache. Ne? Ist auf jeden Fall am Leuchten. Okay. Zwar nicht rot, sondern gelb. Nuschel, nuschel, nuschel. Warte was? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte was? Nö. Gut. Was ist das denn? Irgendwie so rot. Ich glaube, das ist nur das Licht hier, ne? Würde ich mal hoffen. Interpretiere irgendwie in jedes Geräusch schon irgendwas Böses, Böses rein. Da war noch irgendwas, aber wir sind ja eh voll. Wir sind ja eh voll. Das sind hier irgendwie nur die Kleinen. Ich meine, ich will mich nicht beschweren. Überhaupt nicht. Kein Problem. Wenn es so bleibt von mir aus. Alter, ist das wieder schlimm hier. Aha. Oh, sind wir wieder beim Eingang? Moment, da will ich mal eben gucken. Ja, ja, hier haben wir schon aufgeräumt. Ach so. Wow. Von wegen aufgeräumt. Moment. Eine Sekunde. Beruhigt euch. Ist da noch jemand? Nö. Sehr gut. Huiuiui. Ja, ja, aber wir sind wieder am Anfang. Super. Dann ging das sogar schneller, als ich dachte. Wir haben den Plasma-Inducer. Den einen Schrank haben wir leider nicht aufgekriegt, ne? Das ist das Blöde. Das hier können wir eigentlich noch mitnehmen. Naja, wird jetzt... Es wäre natürlich schon schön, wenn da irgendwie BFG-Ammo oder so drin ist. Komme ich da nochmal hoch? Soll ich da echt nochmal gucken? Ich guck mal eben, ob ich vielleicht hier einen Code übersehen habe. Eventuell war auch etwas in der Nachricht, die wir so schlecht gehört haben, wegen den, ne, wegen den Gegnern. Aber andererseits, ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal zurückzugehen, ganz ehrlich. Wird schon irgendwie. Haben wir halt mal ein Special nicht mitgenommen, hey... Auf jeden Fall müssten wir jetzt zum Dude zurück. Wo war das denn? Links oder rechts? Auf jeden Fall F5. Ist immer eine gute Idee. Ja. Ja. Ich bin mir gerade unsicher. Hier sind wir auf jeden Fall lang. Ja, 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 ja. Weiter. Nein. Nein, ich glaube, das ist nicht richtig. Wir gehen nochmal in die andere Richtung. Gucken wir mal. Warte mal kurz. Ist hier weiter weg. Hier war auch noch ein Schrank. Hier ist 112. Ach, hör mir auf. Was war es? 583? 538? 538? Ja, ach geil. Ja, cool. Frank, schön. Nettes Detail. Ja, cool. Dann haben wir wenigstens den noch verwendet, den Code. Nice. Zumindest nicht alles verpasst. Ja, hier war das. Genau. Dieser komische Abschnitt. Bestimmt spawnt hier gleich noch irgendwas. Neu. Zum dritten Mal. Test Chamber. Nee. Nee. Doch. Chamber, ja. 583, ja. Erfolgreich... eingesetzt zumindest. Gefällt mir. Gut. Dann, ja, können wir ihn darauf ansprechen? Ja. That will get the teleporter working again. And you don't have much time. You're going to need to teleport across the containment chamber. It's the only way through this part of the complex. Head into the chamber and initiate the sequence on the machine. I'll take care of the rest. I'm not going with you. Good luck. But before you go, I want you to take something. It's a journal I made about the experiments. Those things. It's
all there. It'll explain everything. Get it to someone, so this never happens again. Können wir uns das angucken? Ich wollte gerade noch sagen, hey, können wir hier nicht diese Videodisc mitnehmen? Ja, scheinbar schon. Cool, und jetzt können wir diesen Teleporter da verwenden. Und da blinkt uns auch schon die, na, warte mal. Gucken uns hier erstmal die Disc an, da blinkt uns die nämlich an. Personal Videodiscs, das erklärt also alles. Na, da bin ich mal gespannt. Teleportationsexperimente. Ach so, hier eher, was es mit den Teleportern auf sich hat. Na, von mir aus. Mein Name ist Ian McCormick. I'm a research specialist stationed on Mars, working for the UAC. My primary job is, or rather was, to assist Dr. Malcolm Betruger in a variety of experiments, though for the past year we've been focusing almost exclusively on teleportation. I don't know if I'll make it out of here alive, so I'm recording this video log to let someone know what happened, and with that knowledge, prevent it from happening again. Initially, the teleportation experiments were amazing. We were creating a new science, and the prospects of it changing our way of life were, well, they were outstanding. I was proud to be associated with such an amazing project and someone as talented as Dr. Betruger. We noticed early on, probably before we had completed maybe a dozen successful tests, that there was a variable delay during the teleportation. The objects are broken down at the quantum level, transported, and then reassembled. Each stage of the process should have been instantaneous, but it wasn't, and we didn't know why. We sent a video drone through and were shocked at the images it sent back. Just a few frames of video right before the drone came back through showed what appeared to be several sets of eyes looking directly at the probe. We had just found a living, breathing creature that was not human. Betruger immediately sent out a request for volunteers. He specifically wanted UAC security force members because he wanted to capture one of these creatures. I've made a lot of mistakes, but I am most ashamed of my involvement during the next phase. To get medical clearance to send human subjects through the device, I doctored up several of our reports to indicate that we had performed living tissue experiments. I did not regret it at the time. But a few days later, when our third test subject came back, he was chewing off his own fingers. It seemed he was clinically insane. We started sending teams in about once every 2 days. The teams were reporting nightmarish experiences, sightings of things that ultimately made us conclude that the other dimension was not just another dimension. It was hell. Creatures we were bringing back. Demons. And then Betruger, he went through the portal himself. I don't know what he was thinking. It was an unscheduled trip, and he just went, and we couldn't stop him. And when he came back, he had changed. He sounded and looked the same, but he just... I don't know, he was just different. And then he did the unthinkable. He took the soul cube, the device that was discovered in the ruins, into the portal. The portal stabilizers just started to fail, and then living hell erupted into the base. Loose. Oh, we were stupid for not destroying the portals as soon as we realized what was on the other side. Oh God, forgive me. I blame myself for my part in this. Please, someone, never let this happen again. I'm sorry. Ian McCormick. War jetzt nicht furchtbar notwendig, dass es ein Video war, ehrlich gesagt. Aber, ja, Teleportationsexperimente haben also letztendlich dazu geführt, dass die ein Portal in die Hölle geschaffen haben. Aha, das ist ja... Ja, das war es voll wert, wa? Und der Betruger ist da selber durchgegangen und ist dann, ja... Teil von denen geworden, scheinbar so halb zumindest irgendwie. Jetzt ist er der Kopf von dem Ganzen hier. Ja, jetzt ist er der Chef. Auf jeden Fall. Und dann hat er den Soul Cube da mitgenommen. Ist ja auch interessant. Vielleicht hat er eine Anweisung gekriegt quasi von der anderen Seite, dass er das doch bitte machen sollte. Und wir sollen jetzt durch den Teleporter gehen. Ach so. Das ist unser Höllentrip, kann das sein? Das macht Sinn. Mich würde wundern, wenn es nicht so ist.
Aha, aha, aha. Ja. So ergibt das langsam alles Sinn. Na dann, machen wir einmal Speicherung. Schade, dass es jetzt nicht 10 Minuten später ist. Da würde ich jetzt sagen, ach komm, da machen wir jetzt einen Folgencut. Aber nee, nee, das kann ich jetzt natürlich nicht bringen. Ab geht's. Systems activated. Teleportation is commenced in T-minus 3, 2, 1. Alle, alle, alle. Entschuldigung. Ach ja. So, Delta Labs. Ah, so. Ich glaube nicht. Oder? Och, geht doch. Alles gut. Kein Problem. Aha. Okay. Das war ein kurzer Höllentrip. Ich dachte, jetzt geht's hier gleich ab. Naja, kommt bestimmt noch. Kommt bestimmt noch. Oder haben wir einen Teil von uns irgendwie da gelassen, weißt du? Das kann natürlich auch sein. Können wir aber nicht irgendwie runter oder so, ne? Ich glaube nicht. Besser nicht. Interessant. Physical Research, ja. Access Card haben wir sicherlich nicht, ne? War das jetzt so gedacht, oder? Habe ich irgendwie... Okay. Habe ich irgendwas verpasst? Hallo? Ja, gut. Hast es hinter dir. Was ist das denn? Zuschauerraum. Hier zugucken bei den Experimenten. Ja gut, kann sein. Das kann natürlich sein. Ha? Huch! Hallo! Da ist der Kopfloser. Hier ist die Access Card. Aha. Gut. Das ging zu einfach. Moment. Locker, immer locker bleiben. Alter. Na, genau reingerannt, natürlich. Research Entrance. Eingangsbereich, gut. Jetzt holen wir uns noch. Aha, hier ist gerade aufgegangen, glaube ich. Gut, hier geht's offenbar nicht weiter. Na gut, dann Access Card benutzen. Hier, boom. Es blubbert mich an. Ist das ein gutes Zeichen? Oh, nein, kein gutes Zeichen. Nee, Moment. Shit. Ja. Und, ah, klar. Hier, deine eigenen Waffen. Deinen eigenen Waffen geschlagen. Das Gute ist, dass wir dann direkt ein bisschen Moon zurückkriegen. Hier gibt es auch bestimmt irgendwas. Nö. Nö, es wäre zu viel verlangt. Storage? Ja. Unlock Storage Area, mach mal. Jetzt kommen wir wahrscheinlich durch. Und was hier? Nichts. Kein Backup zu machen oder sowas. Sollen wir erstmal hier gucken. Und dann Storage. Schon, jawohl. War wieder schneller als wir. Achso, ist nur ein kleiner. Bams. Oh, natürlich. Direkt in uns gespawnt. Na komm schon. War es 3 Schuss? Kann nicht sein. Hier noch ein PDA. Yep. Francis Erickson. No Audio Logs? Habt ihr denn hier Locker Code? Sehr gut. 259. 259. Oh, und wir haben hier noch so ein Special Martian Buddy Cabinet. Bla 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 bla. Can you figure out how to open it? Can you go online and see if you can find the code? Ja, das wird leider nicht mehr möglich sein. Fürchte ich fast. Gut, aber hier haben wir 259. 259, genau, dankeschön. 259. Wenn das denn der ist, ja. Gut. Was? Wir sind voll hier mit denen? Boah, ey. Nicht schlecht. Da muss ich die eigentlich mal ein bisschen benutzen. Ich möchte die ja immer so gern benutzen. Aber ich will sparsam sein. Click to scan PDA. Jawohl. Boah, ey. Hat uns fast umgehauen.
krass. Wow. Und noch einer. Reicht das? Ja. Zwei Schuss übrig. Weißt du was? Ich gehe mal kurz zurück. Ich habe gerade so ein Gefühl. Ich lasse die gerade noch liegen. Ich habe gerade so ein Gefühl, dass wir hier irgendwie nur eine Kleinigkeit haben. Einen kleinen Raum. Oder? Naja. Ja. Ein bisschen Health können wir uns holen. Ja, tatsächlich. Das hier und das hier. Okay. Okay, okay. Leute. Ich höre da doch was. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ah, komm, ich nehme die. Nicht? Wirklich? Ging es hier noch irgendwie weiter und ich habe es nicht gesehen? Sieht mir aber nicht danach aus. Okay. Naja, gut, dass wir da geguckt haben. Jedenfalls haben wir es noch mitgenommen. Speichern, weiter. Das mitnehmen. Yep. Gut. Gut, 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 gut. So, und was ist denn jetzt hier Phase? Den können wir erstmal, wenn wir ihn denn sehen würden, hier so mitnehmen. Ja. Schlafi, schlafi, Schlafenszeit. Da können wir auch nichts mitnehmen. Wir sind einfach zu gut ausgerüstet. Zu gut ausgestattet sind wir. Hey. Sage ich jetzt noch. Das wird sich gleich ändern. Große? Nee, geht so. Da oben ist einer. Was ist das denn für einer? Oh, hier. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ah, hier weg. Shit. Was war das für ein komischer da oben? Würde ich mir gerne nochmal angucken. Der wirft irgendwie mit Leichen, kann das sein? Ich dachte eben, ich bräuchte was für die Distanz, deswegen habe ich die Knarre hier genommen, aber ja, geht so. Ja, so ein bisschen. Jetzt weg. Ah, vielleicht war das der. Yep. Ich sehe einen Scheiß manchmal, ne? Nix. Nix. Ohne Taschenlampe ist nix. Was ist das? Ein Stuhl, aha. Gut. Dödelt irgendwas rum. Ne. Was von hier? Weiß ich nicht. Warum hat er manchmal so einen Herzschlag, wenn wir Mad Kids aufnehmen? Verstehe ich nicht. Komm ran. Yep. Genau so. So, Restricted Access. Leck mich am Arsch. Hallo. Yes, das nee. Oh! Scheiße! Meine Fresse, nee. Yo, hab ich mich erschrocken. Vor allem Restricted Access, weißt du? Kannst nicht aufmachen? Kann nicht mehr reden. Kannst nicht aufmachen, aber im nächsten Moment wird es für einen aufgemacht. Komm ich hier nicht durch? Da irgendwie? Nicht? Okay. Puh, ja, jetzt offen. So. Na gut. Dann so und weiter. Yep. Ja, ich hätte zurückgehen können wegen Health, aber kriegen wir bestimmt gleich hier noch irgendwo. Hoffe ich mal. Speichern. Grace. Hier nichts. 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 Okay. Wer kichert uns da an? Komm raus, du Grinsekatze. Ja, da ist er. Oh, was macht er denn? Ist das der, der mit den Leichen wirft?
Oder er sorgt dafür, dass mehr kommen. Ja. Dass mehr Leute ankommen. Au. Shit. Nein. Oh, es wird ja langsam gefährlich. Aber hallo. Kann ich dem was hinwerfen? Summoner oder so. Shit, ich... Gar nicht mehr so viel Health. Hier, die Dings will ich, genau. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Habt ihr es denn bald mal mit diesem Spawnpoint hier? Meine Fresse. War aber noch was. Ja. Au. Wo? Ich muss nachladen. Nein. Ich gehe zurück. Ich gehe mir erstmal was holen. Wenn das denn irgendwie geht. Scheiße, das war blöd. Hier war doch irgendwo noch ein Health-Dingens. Wo war das denn? War das so weit zurück? So weit. Noch weiter. Jetzt sind wir am Anfang angekommen. Oh. Kann es sein, dass es nicht so gedacht war, wie ich das eben gemacht habe? Ist hier noch was? Nein. Naja, ansonsten gehen wir halt nochmal den Weg entlang. Vielleicht finde ich das ja wieder. Hier ist noch Storage. Ach, vielleicht denke ich daran. Kann das sein? Hier, machen wir uns wieder voll. Haha, sehr gut. Ansonsten war hier kein Armor mehr, ne? Nee. Okay, oh, ich kann nicht mehr rennen. Brauche ein Päuschen. Brauche ich gleich wirklich. Für jeden. Ja. Das war ja ein ganz schön langer Weg jetzt. Ah, hier. Guck mal, sind wir wieder voll. Yes. Sehr gut. Speichere ich direkt mal. Gut. Dann fühle ich mich gerüstet, wieder in die bösen Abschnitte hier zu gehen. Ja, diese komischen Leute da, die Leute heraufbeschwören scheinbar, die sind blöd. Um die sollte man sich scheinbar zuerst kümmern. Habe ich so das Gefühl. Ja, merken wir uns mal. Ich versuche mich dran zu halten. Hier sind wir wieder. Sehr gut. Ja, wie sieht's aus? Hier? Ich traue euch nicht. Ich bin runtergefallen. Scheiße. Ich wollte doch da noch gucken gehen. Naja. Geht's hier wirklich nicht mehr hoch? Naja, vorerst nicht, wie es aussieht. Hier irgendwo? Ach, hier bin ich wieder unten. Ach so. Kann das sein? Moment, ich bin gerade irgendwie verwirrt. Ja, genau. Hier ist der Aufzug. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Jetzt sind wir wieder oben. Was ist hiermit? Achso, das ist nicht der Aufzug oder so. Das ist nur das Kontrollterminal für das Dings da, das wir benutzt haben. Gut. Hier möchte ich nämlich gucken. Haben wir es jetzt? Einmal um die Ecke, einmal vorsichtig. Besser mit Waffe im Anschlag. Besser ist das. Hier irgendwas? Nö. Eigentlich ist hier relativ hell, außer natürlich diese komischen... Was? Interesting? Das ist natürlich diese kleinen, na genau, hier so Ecken, die überhaupt nicht ausgeleuchtet sind. Aha. Hat er überhaupt nicht gemerkt. Habe ich voll hingeleuchtet, hat er nicht gemerkt. Ja, cool. Nur da runter. Ah, you surprised me. I'm glad to see you. I would have hoped they would have sent more than just one guy, though. I've been studying one of the specimens we brought back to see if there's something physiological that would be a weakness, a way to stop them. I found nothing so far. Haven't had enough time. I'm gonna stay here and keep looking. It's the only thing I can do. There are combat supplies in the storage cabinet in the next room. The code is 624. 624. I hope you can use it. Ja, hoffe ich auch. Sagst du uns das nochmal? I'll upload my findings into the database. Nö. 624. 624, okay. Wir können es einmal H
heilen. Ah, hier, wunderbar. Die würde ich wenigstens gern noch aufmachen, bevor wir irgendwie den Code das nächste Mal... Ja, ein Mensch, ne? Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Mal gucken, wie lange das noch so bleibt. Wobei, er scheint relativ gut ausgerüstet zu sein, um vielleicht das Ganze zu überleben. Hey, wer weiß. Oh, hier, gutes Thumbnail. Mal Waffe wegstecken. So. Werde ich überhaupt nicht dran denken. Ich versuche mir mal einen Bookmark zu machen, aber ich werde überhaupt nicht dran denken, das zu benutzen. Jedenfalls, hier, ich würde das hier gerne noch aufmachen, bevor wir das nächste Mal nicht mehr Bescheid wissen. Hier, hervorragend. Weil ich mache jetzt einmal eine Aufnahmepause für heute, würde ich sagen. Haben noch ein bisschen was eingesammelt. Wir können hier eigentlich noch mal kurz rumgehen, wir noch irgendwas finden. Ich fühle mich hier gerade bei dem Dude einigermaßen sicher. Ne? Oh, der passt schon auf uns auf. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Wo kommen wir hier lang? Aha, da kommen wir auch irgendwie entlang. Nee, das lassen wir jetzt besser mal. Könnte halt auch sein, dass die Tür hier zu ist, ne? Wir müssen mal ausprobieren. Das ist eine blöde Idee. Ne, ist zu. Okay. Dann wird uns wohl, ja, der nächste Weg dann da lang führen. Wo er sich irgendwie ein bisschen verbarrikadiert hat, wie es aussieht. Das wird ihm nicht viel nutzen, wenn die hier irgendwie durch die Wände fliegen. Naja. Gut, jedenfalls. Ich würde sagen, das war's erstmal wieder für heute. Kleines Päuschen und ja, das nächste Mal gucken wir, wie es weitergeht. Wir kommen immer näher an die Hölle ran, habe ich so ein kleines bisschen das Gefühl. Beim nächsten Besuch hier, beim nächsten Teleportieren oder so, werden wir mal gucken, ob uns da nicht ein bisschen was, ob es uns nicht tiefer hinabreißt, um es mal so zu sagen. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann, macht es gut und tschüss.